Ja, willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Wir haben im letzten Video diese kleine Klasse hier geschrieben mit drei Feldern. Und jetzt möchten wir in diesem Video wissen, wie kann man denn diese Felder einsetzen? Beziehungsweise diese Klasse überhaupt einsetzen. Und dazu springen wir eben jetzt mal in die Main-Funktion. Und das Erste, was man eben um diese sogenannten Instanzfelder nutzen zu können, um auf sie zugreifen zu können, machen muss, ist eben die Klasse instanzieren. Wie man das macht, sieht wie folgt aus. Wir schreiben einmal den Typen und den Bezeichner der Variablen und danach rufen wir new auf diese Klasse auf. So, was passiert jetzt hier? Der New-Operator allokiert eben genauso viel Speicher, wie jetzt in diese Felder hier reinpasst. Was anderes haben wir ja in dieser Klasse nicht. Also quasi einmal 32 Bit für einen Zeiger auf einen String, das gleiche nochmal für Nachname und dann nochmal 32 Bit für das Alter, weil eben int ein 32 Bit Ganzzahlwert ist. Und letztendlich wird dann für diesen Speicher auf dem Heap eben der entsprechende Bereich allokiert und dann ist dieses Objekt letztendlich instanziert. Der New-Operator gibt dann auch die Adresse zurück und diese wird eben in dieser Variable Walter gespeichert. Und wenn wir jetzt auf die Felder dieser Klasse zugreifen wollen, dann nutzen wir den Punktoperator. Wir haben hier wirklich Walter, Punkt, und können dann hier, das zeigt auch schon IntelliSense, eben das Alter, Nachname oder Vorname auswählen. Und wir sagen jetzt einfach mal, der Vorname von Walter ist natürlich Walter. Und der Nachname ist eben White und das Alter von diesem Menschen ist eben 52. Was wir hier gemacht haben, ist eben ein Objekt instanziert mit dem New-Operator und auf sämtliche Sachen, die nicht static sind, müssen wir eben zugreifen, indem wir erst eine sogenannte Instanz oder ein Objekt einer Klasse gebildet haben. Und wenn wir von diesem Objekt dann die Adresse haben, die eben hier drin steckt, wir erinnern uns, der Unterschied zwischen Referenztypen und zwischen Wertetypen und Klassen sind eben immer Referenztypen, dann können wir über diese Adresse letztendlich mit dem Punktoperator dereferenzieren und hier eben dann in den Vornamen den String Walter, in den Nachnamen den String White reinschreiben und das Alter auf 52 setzen. Ja, dieses Dereferenzieren mit dem Punktoperator, das kann man sich wirklich wie das Dereferenzieren eines Zeigers in C letztendlich vorstellen. In C war es ja beispielsweise möglich, dass wir einen Zeiger auf einen Integerwert machen oder auf eine beliebige andere Struktur. Und wenn wir dann auf die Inhalte dieser Struktur zugreifen wollen, haben wir ihn eben dereferenziert. Das ging mit dem Sternchen-Operator bei der Variable, wenn Sie sich erinnern. Und dann konnte man eben, wenn man um diesen Ausdruck noch Klammern drumherum setzt, ebenfalls mit dem Punktoperator auf die verschiedenen Mitglieder einer Struktur zugreifen. Und da gab es eben auch die Abkürzung in C, dass man dann eben gesagt hätte, man benutzt den Pfeiloperator, um dann auf Vorname zuzugreifen, beispielsweise, wenn die Struktur ähnlich aufgebaut wäre in C. Das ist hier eben dieser Pfeiloperator, kann man wirklich als Punktoperator sehen. Letztendlich wird hier im Hintergrund nichts anderes gemacht.
Man sollte aber im Hinterkopf behalten, dass der Punktoperator nicht automatisch heißt dereferenzieren, weil er kann auch für was anderes letztendlich genutzt werden. In C-Sharp hat mehrere Bedeutungen. Okay, der nächste Punkt, den ich ansprechen will, ist, dass eben man nicht bloß ein Objekt aus einer Klasse bilden kann, sondern wir können letztendlich beliebig viele Objekte hier bilden, indem wir einfach nochmal einen neuen Aufruf mit new auf den Klassennamen machen. Entschuldigung, natürlich mit der anderen Variable arbeiten. Und dann geben wir eben auch diesem Objekt einen Namen, einen Nachnamen und ein Alter. Und letztendlich haben wir hier in diesem Fall eben jetzt zwei Objekte erstellt. Und die Quintessenz, die Sie jetzt hier eben rausnehmen können, ist eben, eine Klasse ist letztendlich sowas wie ein Bauplan für Objekte. Und eben durch diese Mitglieder, die ich innerhalb einer Klasse vorgegeben habe, beschreibe ich das letztendliche Aussehen eines Objekts. Das heißt, wenn in der Klasse hier eben diese drei Felder definiert sind, dann hat jedes Objekt dieser Klasse eben auch dieselben Felder zur Verfügung, wie man sieht. Und solange eben diese Felder hier in diesem Fall Instanzvariablen sind, dann hat jedes Objekt seine eigenen Felder. Wir schauen uns das am besten mal an, indem wir hier einfach in diesen Code rein debuggen. Wir haben hier eben jetzt, nachdem wir diese vier Statements ausgeführt haben, Walter initialisiert. Und hier unten sieht man, dass die Variable Jesse noch null ist. Wie man hier sieht, aber sobald ich hier dann diese Statements ausführe, ist Jesse ebenfalls instanziert vom Typ Person. Und man sieht hier eben, beim Objekt Jesse sind die Werte auf 27 Pinkman und Jesse gesetzt. Und bei Walter sind eben die Werte auf 52 White und Walter gesetzt. Und das ist auch der große Sinn hinter diesen Instanzvariablen, oder in diesen Instanzmitgliedern, dass eben jede Instanz eines Objekts letztendlich hier seine eigenen Werte festlegen kann. Ja, ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen für dieses Video. Wir haben gesehen, wie man Felder erstellt im letzten Video für eine Klasse, und in diesem Video haben wir erstmals eine Klasse mit nachdenken, wie das Ganze denn eigentlich abläuft und was passiert. Hier instanziert mit dem new-Operator. Das hier hinten schaut auf den ersten Blick fast aus wie ein Methodenaufruf, und das ist es tatsächlich auch. Das ist ein sogenannter Konstruktoraufruf. Was Konstruktoren sind, schauen wir uns in einem späteren Video nochmal genauer an. Man muss bloß so viel wissen, dass eben ein Standardkonstruktor vom Compiler erstellt wird für eine Klasse, der, wenn man eben explizit keinen hier angibt. Wir haben festgestellt, dass eine Klasse mehr oder weniger ein Bauplan für Objekte ist, und jedes Mal, wenn ich eben Objekte instanziere mit new und Konstruktoraufruf, dass dann eben für dieses Objekt ein eigener Speicherbereich festgelegt wird. Und in diesem Speicherbereich können wir eben letztendlich unterschiedliche Werte für die einzelnen Objekte festlegen. Wir haben auch gemerkt, im Prinzip verhält sich diese Klasse letztendlich wie eine Struktur in C erstmal. In Strukturen konnte man eben auch
Werte festlegen, die irgendwie gebündelt als als eine Struktur oder ein Objekt, je nachdem, auftreten sollen. Und wir schauen uns dann im nächsten Video mal genauer an, was denn eigentlich dieser Modifizierer Public heißt und wie sein Gegenspieler Private, den wir auch im vorherigen Video schon mal gesehen haben, oder im vorletzten Video, glaube ich, war es, als wir die Beispielklasse geschrieben haben, im Einsatz gesehen haben. Ja, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.